Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, Folge 73 von Project Unstable. Ich habe ein bisschen Mandolin kaputt gemacht, also in flüssige Form gebracht, denn wir machen ja heute jetzt endlich mal diese Mob-Farm-Gedöns, Wither-Skelett-Ding, ihr wisst schon. Und sowas. Und dafür habe ich jetzt mal einen Large Blade Cast. Und wir machen uns jetzt mal eine Large Blade aus Manualin und eine Large Plate. Also Blade und Plate aus Manualin. So. Einfach nur, weil Manualin eine sehr hohe Durability hat und ein bisschen Attack Damage mehr. Und das ist eigentlich der einzige Grund. Der Attack Damage. So, dann machen wir voll. Dürfte man hier wieder kein. Ja. So. Dann setzt man das mal wieder rein. Und dann kann das weg. Und ich habe hier schon mal vorbereitet. Wir machen uns noch eine Saumium Rod und eine Paper Rod. Habe ich schon. So. Und dann basteln wir uns mal einen schönen Cleaver. So. Das. Und das. Und das. Und das. Wir haben dann 5 Modifier und 5.399 Durability. Mein Ding jetzt hier hat 1.000, also so um die 2.000. Uns macht 7 Herzen, mein jetziges macht gerade mal 6 Herzen. Also ist ein bisschen besser, ne? Passt schon. Macht das eigentlich Unterschied? 5.399? 5.399? Ne, überhaupt nicht. Okay, machen wir uns mal den Manualing Cleaver und dann nennen wir mal... Habe ich den irgendeinen Namen gegeben? Nee. Okay. Nehmen wir mal Kopf. Vieh. Na. Ja. Kopf. Fetischist. So, der Kopf Fetischist. Ich hoffe, ich habe es richtig geschrieben. und dann brauchen wir Enderperlen. Glaube ich. Also, ich glaube, das war so. Irgendwo das Buch. Ich weiß, wo es ist, aber ich guck mal nach. Da. So. Materials and you. Das müsste es doch, genau. Ich weiß immer, das Beheading kann ich mir nicht merken. Keine Ahnung, was das ist. Moss brauchen wir nicht. Knockback. Beheading war mit Obsidian. Okay, gut. Fast falsch gemacht. Gut, dass wir ein paar Enderperlen haben. Und, also so viel werden wir wahrscheinlich hier brauchen. Und ich habe irgendwas anderes mitgenommen. Und Obsidian. Okay. Das dürfte hoffentlich reichen. So. So, das mit dem und dem. Beheading. 30%. 40%, 50%, 60%, 70%. 70% Beheading, das hat im Moment unser... Ne, unser jetziges hat sogar 80%, okay. Dann mal einen Goldblock. Und einen Dia. Und dann nehmen wir gleich mal den Netherstern noch mit. Denn bald haben wir ja hoffentlich eh genug. Von daher kommt es auf den einen... Ups, jetzt nicht mehr an. So, und dann... Du. So, jetzt sind wir bei 80. Und ich bin am überlegen, ob ich Auto-Repair drauf packe oder nicht. Jetzt kann ich laden sich die Dinger eigentlich auch auf, wenn die praktisch hier irgendwie im Inventar rumgeistern. Also ich glaube schon. Ich sehe die Frage, packen wir da das Repair drauf oder nicht? Weil Manualin ist ein bisschen schwierig in den Massen zu kriegen. Wir sind eh immer noch hier, glaube ich, ein Modifier, ne? Ja. Oh. Ich meine, wir könnten natürlich auch noch einen nächsten Modifier machen. Was dann halt einen Golden Apple ist, und zwar der hier. Der Nordschöpfe. Glaube ich, oder? Und ich glaube, ein Dia-Block dazu oder irgend sowas. Jetzt die Frage, machen wir Repair drauf, oder? Ja, komm, wir machen Repair drauf. Muss... So, packen wir mal einen Repair-Ball drauf und dann passt das schon.
Ja. Ist okay. Alles klar, da haben wir jetzt auch den. So. Dann würde ich sagen, gehen wir mal in den Nether. Ich hoffe, ich habe alles so rum. Nee, eine Sache fehlt noch. Und zwar, das Problem ist, der Kinetic Tractor, wenn der angeschalten ist, so, dann saugt der alles mögliche an. Problem ist allerdings, der saugt auch Items ein. Deswegen will ich jetzt mal gucken, wenn wir jetzt eine Vacuum Chest von Ender.io machen würden. Hier daneben stellen. Das funktioniert. Wunderbar. Geht auch einfach, wenn wir das drunter packen oder sowas. Ich glaube, das Ding saugt eh jetzt alles ein. So. Und so. Hup. Perfekt. Okay, dann haben wir ja schon unser Setup fast komplett. Vielleicht noch eine Ender Chest oder sowas, ne? Ender Chest. Nochmal zwei Stück. Red und Orange. Okay. Die Frage ist nur, wie färbt man die jetzt? Weil ich glaube, ich habe schon alle Farben. Weil das hier ist eine blöde Chest, die hat schon jemand. Rot, rot, rot. Hatte ich rot, rot, rot schon? Ich glaube, ich habe noch nicht mal orange, 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 ne? Habe ich noch Poppies? Ja, habe ich. Mal zwei, dann gucken wir mal, was passiert, wenn wir da jetzt das Ding komplett rot machen. Rot, rot, rot. Rot, rot, rot. Das gehört nicht mir. Und nö, ne? Habe ich orange, rot, rot? Orange, rot, rot. Orange, rot, rot. Orange, rot, rot. Nee, ich glaube, orange, rot, rot dürfte ich nicht haben. Hoffentlich. Also machen wir es mal orange, rot, rot. Sie ist auf jeden Fall leer. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Nehmen wir die. Ich glaube, ich könnte. Wisst ihr, was wir machen? Folgendes: Wir packen mal dann die da dran. Dann. Ups. So. Dann sind das nämlich separate Chests. Die ist nur auf mich gebunden jetzt hier. Das ist ein Dr. Schnauzer Chest. Und dahin. So. Das dürfte jetzt. Ja. Okay. So, dann nehmen wir die beiden mal mit. Also, beziehungsweise eine können wir hier lassen. So. Dann brauchen wir vielleicht noch einen World Anchor. So, dann nehmen wir nochmal ein paar Enderperlen mit. Und auf in den Nether. Bastel mal was Kleines für den Witter-Skelett-Tötraum-Ding. So, das heißt, wir haben jetzt praktisch das gleiche Beheading-Zeug, aber wir haben schon mehr Attack-Damage. Das heißt, wir brauchen vielleicht nur zwei Schläge oder so. Was ist das? Peridot. Nein, braucht keiner. Okay, so, wo bauen wir es hin? Können sie eigentlich vielleicht sogar hier in die Nähe bauen, oder? Und hier so, irgendwie vielleicht da unten? Auf dieser Insel gedöns? Ne, eigentlich nicht. Nee. Nee. Hier rein vielleicht, komm. Bauen wir es hier rein. Und dann. So. Ein kleines Stückchen hier rein. Lalalala. Zum Glück ist Lava im Nether so schnell wie Wasser. Also, das geht noch. So. Das stört mich jetzt schon hier. Weg. Die Frage ist, eigentlich brauchen wir ja gar nicht so viel Raum, ne? Ich mache mal ein bisschen. Was hab ich denn jetzt hier? Nein! Nein, 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 nein. Nein.
Ich hoffe mal, das war's jetzt. Ja, das ist das Problem an den Erzen hier. Gut, dass die nicht automatisch normalerweise abgebaut werden. Oh, netter Diamond Ore. Und ich bin voll. So, jetzt können wir alles weg hier. Jetzt habe ich wieder dieses scheiß Ammo. Ich will den mich nicht. So. Dann so. Und so. Und dann bauen wir uns noch ein Stückchen mehr rein. Und dann mache ich mal hier wieder zu. Hat keiner gesehen, was ich hier gemacht habe, ne? Also, ja, ja, wenn einer fragt, das habt ihr nicht gesehen. Gold. Gold haben wir mittlerweile auch schon relativ viel wieder. Da brauche ich nicht. Jetzt nur die Frage. Wird das Skelett sind ja 3 hoch, ne? Das hat man ja alles schon ausgerechnet. Dann gehen wir mal hier so. Natürlich kommt jetzt hier Eisen. Oh, aus dem Zeug kann man, glaube ich, Stahl machen, wenn ich mir recht entsinne, ne? Ich glaube, aus Nether Iron? Nee, ich glaube, es war Pig Iron, oder? Oder? Nee, es war Pig Iron. Okay. Dann ist Iron-Dingens da eigentlich unnütz. Schon wieder für uns. So, dann eigentlich so einen großen Raubraum. Oh, fick dich. Komm, geh weg. Dad. Sag mal. Hackt's. So, machen wir mal hier nochmal 1, 2. 1, 2. Machen wir hier so ein kleines Räumchen vielleicht. Gehen wir nochmal 2 weiter. Wenn wir einmal dabei sind. So, okay. So, sieht auch relativ annehmbar aus. Dann müssen wir hier meine 2er-Ebene eigentlich überall, ne? Hier so, oder... Ne, das ist dämlich. Ne, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht, das ist dämlich, das ist dämlich, das ist dämlich. So, eigentlich reicht ja, denke ich mal, das. So weit dürften ja eigentlich gar nicht wegspawnen von dem Ding. Wenn wir das jetzt hier geschickt platzieren. Gucken wir mal. Drüben raus dürfte es auch nicht kommen. Ah, warte. Active Signal. so, da haben wir noch einen World Anchor. Den ich mal vielleicht irgendwie anders hinsetzen sollte. Können wir mal hier gleich ein bisschen anders bauen, ne? So. ich mache mal hier vorne nochmal so ein bisschen ersichtlicher, dass es was anderes ist. Okay, dann. Gnädiger Tractor kommt hier hin. So. Damit saugen wir jetzt praktisch dann die ganzen Mobs ja an. Was heißt praktisch, wir tun das. Vacuum Chest runter. Da, das kann zu. Und hier dahinter müssen wir jetzt nichts anderes machen, als das Dynamism-Tablet hinsetzen. Und vielleicht umdrehen. Es piept wieder meine Uhr. So. Okay. Kann ich eigentlich jetzt? Haha, es kann schweben. Wunderbar. Kann ich nämlich hier nochmal drauf zugreifen und dann jetzt mal hier. Natürlich. Ich da hinten wieder irgendein Block. So. Das soll eigentlich hier davor. Und dann brauchen wir aber noch eine Conduit, denke ich mal. Eine kleine Item-Conduit, die uns dann praktisch die ganzen Skelettköpfe nach Hause schickt. Always active. Alles da rein. Kann ich vielleicht erstmal, oder ich baue erstmal die Vacuum Chest weg und wir machen das dann später, wenn. So. Ja, jetzt habe ich wieder. Okay, also hier kommt dann die Ender Chest hin. So, und dann auf der Oberseite machen wir Insert. So. Okay, dann müssen wir jetzt das Dynamism-Tablet, das kriegt einen Linksklick und das kriegt jetzt unser Schwert. Und wenn wir jetzt davor stehen und Redstone Control ausmachen, aua, tut uns das Ding ein wenig weh. Und das ist im Endeffekt, worauf ich abziele.
dass wir uns wehtun. Natürlich nicht, aber... Ihr dürftet wissen, was ich meine. Die Widerskelette werden praktisch hier angezogen. Kommen hier dran. Können wir mal. So. Widerskelette werden angezogen. Gehen hier in den Block, werden von dem Ding angegriffen. Und getötet. Die Items landen dann hier unten in der Vacuum Chest. Die geht dann da rein. Und das war im Endeffekt alles, was wir wissen müssen. So. Das Ding dahin. Das Ding ist an. Wunderbar. Können wir wieder zubauen. Mal. Ist noch ein bisschen schöner vielleicht. So. Irgendwie nur so ein paar kleine Eingänge haben. Und dann hätte ich mal gesagt, wir bauen noch ein Remote Control vielleicht. WR minus. Ah, minus 10. Okay. Und zwar brauchen wir jetzt einen Wireless Receiver. Das ist im Endeffekt ein Stormer. Zum Glück hat der Schnauzer natürlich alles schon vorbereitet. Also beziehungsweise er wusste nicht, dass er es vorbereitet hat. Er hatte es einfach. Trifft sich gut, brauchst du nicht mehr machen. So, Receiver. So. Okay, Frequenz. ...873 vielleicht, ne? Ja, set. Wither Skelett... Spawner. That name. So, dann dürfen wir jetzt hier eigentlich das hinsetzen. Genau, dann können wir es da auswählen. So. Und dann kommen hier mal die Enderperlen schon mal rein. Dimensional Transceiver. Always active, genau. Und du kriegst... Nein. Du bekommst Strom aus dem Main. Dürfte sich das Ding jetzt rapide wieder füllen. Genau. Okay. Wie testen wir das jetzt am besten? Habe ich noch dieses, wie heißt das Ding? Remote. Ja, habe ich noch. Wunderbar. Können wir das nämlich jetzt mal testen. Da. So. Stellen wir mal kurz ein. Wird das Skelett-Spawner? Wenn wir jetzt Rechtsklick halten, müsste jetzt eigentlich... Genau. Der Spawner fängt an zu spawnen. Ich weiß gar nicht, wie es ist, wenn ich jetzt das Signal wegnehme, dann geht er wieder auf 0 runter, ne? Ja, okay. Also muss ich jetzt mal eine Zeit lang rechts halten und da haben wir einen Spawner. Ein Skelett, was nicht angesaugt wird. Warum wird es nicht angesaugt? Warum habe ich jetzt Witter jetzt? Ist der Hebel an? So soll es dann eigentlich... Warum sagt er keine Widerskelette mehr an? Also Nitter. Skelette? Hä? Was ist denn das jetzt? Kann mir das einer erklären irgendwie? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Corporal Kinetic. Ist vielleicht der Kinetic nur für... Nee, der Kinetic ist doch nicht nur für Items. Zähl mir nicht. So, jetzt muss ich mal nachgucken. Also 7,5 Blöcke, genau. Ich hab keine Ahnung. Warum der jetzt nicht? Die Kinetic Incorporeal. These affect items and living. Ja, der ist nur, dass man mehr auswählen kann. Vielleicht muss ich den aber wirklich machen. Das wäre jetzt aber richtig kacke. Warum wirst du nicht angesaugt, du Dreckding?
Darauf können, glaube ich, keine Mobs spawnen auf dem Conveyor-Belt, ne? Ah, nein. Lass mich in Ruhe. Warum funktioniert alles nur das nicht? Na, wir haben einen Bowen drin. Warum haben wir einen Bowen drin? Okay, nee, warte, komm her, noch ein kleines Stück. Na komm. Wir müssen sehen, dass es funktioniert. Oh, Scheiße. Das ist jetzt richtig blöd. Warum saugt der das nicht an? Machen wir Folgendes. Oh, mal ein bisschen in Kacke jetzt hier. Kann ich das eigentlich rotieren mit dem Dingens hier? Ja. Gut. Bäh. Aber, sag mal. Hast du so noch alle? So. Dann ist das Ding so rum. Nein. So. Okay, und dann. Alter! Ich weiß nicht, welche Richtung das jetzt richtig ist. Nur das. Achso, durch den Lieber wahrscheinlich. Jetzt wird es auf jeden Fall geschoben. So. Frage ist nur, ob die dann halt spawnen können. Es ist tot. Und wir haben den Wirrskelettkopf gekriegt. Okay, das funktioniert schon mal. Machen wir mal kurz weg. Hallo. Na, du Kleiner. So, machen wir einfach mal. Ich weiß nicht, warum das hier so ist und keine Ahnung. Ich vertraue jetzt einfach mal auf die Dummheit der Mobs, ne? Nein. So, okay, jetzt müssen wir das noch irgendwie ordentlich machen. So. Und dann da vorne hin. So. Nein. So. Und das nach da. Okay, das dürfte sie jetzt eigentlich dann in die Mitte drängen, hoffentlich. Nein. Ja, eigentlich drüber fliegen können, hoffentlich. So. Okay, dann testen wir das jetzt nochmal aus. In der Hoffnung, dass es jetzt funktioniert, so wie ich das denke. Lassen wir nochmal was spawnen. Also, ich weiß halt nicht, ob die direkt da drauf spawnen können. Anscheinend nicht. Ich weiß halt nicht, wie das läuft, wenn ich nicht da bin. Moment, guck mal, wie sich die sträuben hier. Die müssen eigentlich doch langsam mal jetzt hier zur Mitte getrieben werden, oder? Also das Schwert fängt schon an zu schlagen. Jetzt geht's los. Zwei Schläge sind's. Wir kriegen auf jeden Fall die Köpfe, aber... Kinetic Attractor ist auch schon ein bisschen... Vielleicht deshalb, ich weiß es nicht. Nein. Pff, hast du sie nur alle. Bleib weg von mir. Nein! So. Okay, also, falls einer das weiß, ob ich wirklich den anderen vielleicht machen muss. Oh, komm natürlich jetzt an Natural Hunger. Und am besten noch, ja, wo ist Günther? Hm? Na, wo bist du? Rotten Flash, Fischstück. So. Request Items. Na, so. Okay. Ups. Da. Also, das heißt abbauen. Okay,
wie gesagt, in der Hoffnung, dass es jetzt funktioniert. Wir gehen mal nach Hause. Ich mache mal hier einen Waypoint. Wither Skelet Spawner. Safe. So, dann testen wir das mal. Und dann schalten wir mal zu Hause das dann an und gucken wir mal, was passiert. Ob das vielleicht so klappt, weil dieser knettige Tractor, der macht mich irgendwie ein bisschen, ich weiß nicht, was mit dem falsch läuft. Dass der keine Mobs ansaugt. Ich dachte, der müsste eigentlich Mobs ansaugen. Oder ist es halt wirklich vielleicht nur der Corporal? So, dann. Das Ding mal hinsetzen. Ach. 7-3. Geht das nur in einer Welt? Sag jetzt nicht, das geht nur in einer Welt. Wenn das jetzt nur in einer Welt geht, dann ist das richtig kacke. So. Dann muss ich jetzt ernsthaft noch mal in Nether nochmal gucken. Okay, also, ist jetzt da ein Redstone-Signal da? Ich wette nicht. Doch, es ist eins da. Es ist eins da. Wunderbar. Wir hoffen, dass der Spawner jetzt auch was spawnt. Okay. Der hat's auch nicht drin. Okay, also ich habe einen Namen gesetzt, aber der Name wird irgendwie nicht gespeichert. Ich weiß nicht. Okay, also 873. Ist auf jeden Fall das Ding. 873. Also wir haben was gekriegt. Ich weiß halt nur nicht, ob das jetzt von jetzt ist. Ja, okay, da haben wir gerade live was dazu gekriegt. Also funktioniert es. Das ist schon mal sehr gut. Das, sehr schön. Das heißt, wenn wir Köpfe brauchen, schalten wir das Ding einfach nur an. Aber wir kriegen sogar, guck mal, wir kriegen sogar Wrathshard. Wahnsinn. Okay, das läuft ja eigentlich so gut gerade. Okay. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Jetzt bin ich noch am Überlegen, wo wir dann da der Remote-Control bauen. Ich möchte das nicht unbedingt jetzt hier stehen haben. Ja, aber also ihr könnt nicht sagen, dass es nicht funktioniert, ne? Also es funktioniert. So, das kann alles weg. Brauchen wir nicht mehr hier den Mist. Warum der Kinetic Attractor nicht funktioniert, ich habe keine Ahnung. Wir kriegen so Common Trash hin. Wahnsinn. Okay, also immer wenn wir praktisch was brauchen, legen wir hier den Schalter um. Dann lassen wir das Ding ein bisschen laufen. Und es frisst ja auch nur dann im Endeffekt Strom. Ich soll das Ding vielleicht direkt neben den Dimensional Transceiver noch setzen. Also praktisch auch den Dimensional Transceiver auf das Redstone reagieren lassen. Dass der nur an ist, wenn ein Redstone-Signal da ist. Weil so frisst der jetzt durchweg. Na gut, die 10RF jetzt. Die machen sie jetzt, macht den Braten auch nicht mehr fett. Fett. Nee, wie sagt man, macht Braten nicht mehr fett? Ich weiß nicht mehr, wie sagt man das? Macht auch die Rechnung nicht mehr teuer. Ich hab keine Ahnung. So. Also, das haben wir jetzt. Wir kriegen jetzt. Das ist noch die Ausbeute wahrscheinlich von dem, was noch da war. Wir kriegen jetzt auf jeden Fall ein bisschen Zeug. Und können das Ding anschalten, indem wir einfach hier den Hebel umlegen. Dann geht der Wireless Transmitter an auf der 873 und danach kriegen wir hier Zeug. Das funktioniert. Wir haben schon 7 Köpfe wieder gekriegt. Das heißt, mal gucken. Hier haben wir auch noch 10. Also, das reicht schon für ein paar Bitter im Endeffekt. Und das ist eigentlich sau cool. Das heißt, wir haben einen Remote Spawner, der uns Wither Skelettköpfe liefert. Jetzt muss ich halt nur überlegen, wo man diesen Art Kontrollraum, vielleicht kommt der hier hin, oder? Dass wir hier so dann die Schalter haben, wo wir dann alles regeln können, wo wir dann anschalten können, ausschalten können. Ich habe nämlich vor, auch später noch Schalter zu machen, von wegen der World Anchor. Habe ich hier irgendwo einen? Hier habe ich einen. Der reagiert nämlich auch auf Redstone. Und meine Idee war, dass ich praktisch einen Kontrollraum mache, wo ich alle meine World Anchor hinbaue.
und dann halt per Remote Control die an- und ausschalten kann. Ja, aber das dann heute nicht mehr. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, euch hat's gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Project Unstable. Und dann wahrscheinlich Wither. Also noch Wither-Überarbeitung. Weil wir haben ja schon unsere Wither-Farm und die werden wir noch ein bisschen überarbeiten und ein bisschen verbessern. Ich habe nämlich eine Idee, wie wir das machen können, dass wir das Ding wirklich bauen können. Braucht halt einen Haufen Strom, aber wir haben ein paar Reaktoren jetzt stehen. Ich kann nochmal hingehen. Ganz kurz. Mal kurz zeigen. So. Ich habe hier nämlich nochmal ein bisschen Remote Control noch ein bisschen umgebaut. Hier alles Mögliche. Wer es erklärt haben möchte, muss es in die Kommentare schreiben. Das ist im Endeffekt nochmal die Steuerung von beiden Reaktoren jetzt. Und hier baue ich gerade noch das System, dass praktisch der MOX-Reaktor recycelt wird. Das praktisch dann hier im System Uran ist und alles mögliche und das wird dann drüber angesteuert und so weiter. Ja, aber das kommt dann später. Erstmal, achso, noch eine kleine Sache. Der Reaktor, wenn der heiß ist, ne? Nicht zu nah rangehen. Ist nicht gut. Ist ein bisschen heiß. Nun gut. Das wäre es dann von meiner Seite. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, euch hat es gefallen. Und warum produzierst du nicht, obwohl du rot bist? Weil es wahrscheinlich nur ein Anzeigebug war. Warum habe ich jetzt zwei Red... Ach, ich habe keine Ahnung. Gut, ich beende jetzt die Folge. Es wird wieder ziemlich komisch. Okay, bis zur nächsten Folge. Ciao.